Hallo zusammen, ich bin's wieder bei den Tim Sien und begrüße euch herzlich zu einem neuen Teil meiner Mod-Serie für den Skiregion-Simulator. Heute geht es um das Unimog-Koffertaxi hier oben für 33.000 Euro von Gopewa, vielleicht auch TSL, für 50 am Tag. Das ist mal das Erste. Das kaufen wir mal gleich und dann weiter unten. Das andere Fahrzeug hier, der Gator 825. Ein bisschen billiger, 11.500 für 120 Euro am Tag. Das ist ein Modell von John Deere, glaube ich. Wir springen mal gleich rein. Das hier ist das Koffertaxi. Hat ein deutsches Nummernschild. Ich weiß nicht, ob das hier vorne Fronthydraulik ist. Ist mal von Mercedes. Hat Schneeketten vorne und hinten. Verchromt. Tank. Oh, was ist das? Hier steht Koffertaxi. Das sieht doch aus wie ein Taxi von der Farbe her. So knallgelb. Kann man da hoch? Oh. Kann sogar hochspringen. Ein roter Blutfleck. Aber höher geht's nicht. So, an der Seite. Das ist das falsche Fahrzeug. Ich wollte gerade hier einsteigen. Das macht auch ein Tor. Es kommt gleich Rauch raus. Das ist nicht umweltfreundlich. Ah, hier. Nummer 4. Fronthydraulik auf und ab. Mal drauf tippen. So, Licht. Genug. Hinten. Auch. Rundum Licht. Blaues rundum Licht als aus großen roten Scheinwerfern. Interessant. Hupe. Vorhanden. Innenraum. Ein leuchtendes Tachometer. Aber sonst viel schwarz. Ich habe gehört, mit dem soll man Transportmissionen erledigen können. Deshalb setze ich jetzt auch gleich mal bei den Einstellungen die Häufigkeit der Mission runter. Vielleicht kriegen wir dann noch eine. Während ich jetzt hier aufnehme. Und den Gator 825. Von, hier steht es auch, John Deere vorstelle. Der hat keine Schneeketten, ist wahrscheinlich ist auch nicht für Transportmission gedacht. Hätte man sich denken können eigentlich bei der Fläche da hinten. Also, dass man ihn dafür benutzen kann. Kann man drauf springen? Ja, kann man. Kann auch wieder runterspringen. Da hat er ein schönes Typenschild, das ich nicht entschlüsseln kann. Vielleicht wenn ich einsteige. Nee. Aber der Innenraum ist aufwendig gestaltet. Mit nicht funktionierendem Tachometer. Das erwartet man auch nicht. Der ist schön gemacht. Kann man nicht meckern. Open Cargo Box B. Kann man theoretisch wahrscheinlich was einladen. Open Door N. Ist nicht die seitliche Tür gemeint, gibt's ja nicht. Wieder zurück. Und H ist Horn. Also klingt's auch. Und da hinten ist sogar der John Deere in der Mitte. So, kann es noch was? Kann es Licht? Und oben ist es nicht. Aber normales Licht, hier noch rot, vorne weiß. Also, vielleicht ist euch vorhin auch aufgefallen, am Anfang des Videos habe ich jetzt ein Intro. Das habe ich schon in letzter Zeit mal gebastelt. Und jetzt möchte ich von euch noch wissen, schreibt es mal in die Kommentare, ob euch das gefällt oder eben auch nicht. Weil das würde mich interessieren. Ein Intro. Es würde mich interessieren, ob ihr sowas eben nicht mögt, dann lasse ich es weg.
oder andernfalls will ich es drin lassen. So, schreibt in die Kommentare. Und jetzt wieder zurück zu dem hier. Der kommt auf. Mein Vollgas gibt 65, 66. Ja, schön. 61 Liter Tank. Bin mal gespannt, wie lange der hält. Bin ich jetzt eigentlich mal klar? Das ist die Kurve. Ja, doch. Ja, 360 Grad. Ja. Ah, sogar Rückwärtsfahrlicht. Und Bremslicht. Noch ist der Tank nicht mehr voll. Ich muss jetzt eigentlich hier einfach mal mit dem rumfahren, um irgendwie die Zeit zu schlagen. Weil wir warten ja immer noch auf die Transportmission. Und dem weiß ich, das habe ich schon ausprobiert, mit dem jetzt nicht. Aber beim anderen wollte ich es euch noch zeigen. Dann fahre ich mal wieder. Fahre ich mit dem mal noch ein bisschen rum. Okay.